Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs. Ja, wir sind ja gerade noch im Ladescreen und jetzt müssen wir das, was wir gestern schon mal gefailt haben, müssen wir jetzt schaffen, und zwar dem Wichser folgen und uns nicht von ihm abhängen lassen, sondern... Na komm, fangen! Hallo, fangen! Alter, ist der zu dumm, den zu fangen? Will der mich verarschen? Was ist fangen? Was ist fangen? Das ist jetzt die Sache. Was war das nochmal für eine Taste? Ich hab's gerade nicht gesehen. War das X oder was war das? Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Mal gucken, ob er ihn überredet kriegt. Ja. So was mache ich. Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, mir. Ich baue alles. Scheint so. Okay, was haben wir da jetzt? Tobias Shop. Besuchen Sie Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Jamcoms, Blackout und CTOS-Scans verkauft. Okay, das ist geil. Und das haben wir dann auch schon. Sehr geil. Mission beendet. Aber ich muss wirklich sagen, beim ersten Mal war das viel schwieriger, da erstmal hochzukommen und hinterher zu kommen, als beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal war das total locker easy hinzukriegen. Unsere Skill-Punkte können wir mal ein bisschen aufführen. Wir haben 4. Wir wollten irgendwas das letzte Mal machen, wo wir... Okay, nee, das war's nicht. Hier hatten wir, glaube ich, irgendwas, oder? Ach, das mit den Pollern. Genau, das wollte ich unbedingt haben. Was ist das hier? Nagelsperre ist auch gut. Nehmen wir mal. Haben wir sonst noch was? Nö. Sonst können wir nichts mehr machen. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße. Obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie Hai, oder? Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie? Mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Mit dem Keks. Der war gut, der Witz, ohne Scheiß. Wie soll ich die Blume mit dem Keks? Alter, Leute, übertreibt doch einfach, labert einfach nur Scheiße. Boah, das Auto sieht auch richtig geil aus, aber nein, das sieht auch noch ganz in Ordnung aus, was wir uns gerade gesnaggelt haben. Und das machen wir uns mal ab zum nächsten Kampagnenpunkt. Ja, ich bin heute gerade ein bisschen am Kampagne durchrushen, also nicht rushen eigentlich, sondern ganz normal durchmachen. Weil wir, denke ich mal, jede Menge, wir haben ja eigentlich fast alle CTOS-Zentren, zumindest die, die wir im Moment brauchen, freigeschaltet.
Und ja, hier so rum zu campen in der Stadt finde ich auch nicht so geil, muss man wirklich sagen. Also dieses, was man hier natürlich machen kann, um den Ruf zum Bürger halt zu stärken, sind diese, ja, sind halt eben diese, wenn man irgendwelche Verbrecher ausschaltet oder so. Das können wir auch mal machen in der Folge, aber irgendwie habe ich heute auch gerade keine Lust zu, sondern ich will lieber weitermachen. Und das ist ja, denke ich mal, auch was wichtig ist, dass ich Bock an dem habe, was ich gerade mache. So. Erstmal hier drehen und bam. Ja, komm, geh mal auf den Sack, du Lutscher. Gib Gas. Okay, das läuft hammerhart hier. Wir sind ja auch gleich schon wieder da. Das ist ja nicht so weit hier über den Highway. Und das noch mit einem schnellen Auto. Geht es wirklich klar. Alter, warum sind denn die hier so eng, ey? Also, warum fahren die hier so engmaschig, ey? So, wir sind da. Ein bisschen vom Tempo runtergehen hier. So, oh, jetzt müssen wir nur einmal um halben Block fahren. Weil die Straßenführung leider es nicht anders zulässt. Erstmal Brücken hochfahren. Läuft bei uns. Ah, erstmal hinten drauf vor allen Dingen. Ja, fixe Aufträge finde ich jetzt auch nicht so spannend. Irgendwie, ich finde das alles, das sind diese Sachen, wo wirklich auch an dem Spiel kritisiert werden, die so eintönig werden auf Dauer. Ja, beschatte Leute oder fixe Aufträge. Das kann man mal zwischendurch machen, aber so als Dauerding. Ah, das ist, finde ich nicht so geil. Aber das hier finde ich jetzt wiederum geil, wenn wir jetzt wieder hier sein dürfen und hier ein bisschen das mit dem Bunker austesten können. Ich hoffe, Dings kommt auch wieder, dann wäre es noch geiler. Wenn man immer ein bisschen Unterstützung hat, ist das ja wunderbar. Wenn wir sie... Ach, ich habe einen scheiß gerade namensmäßig läuft es bei dem Spiel gerade mir bei mir überhaupt nicht. Aber wenn die, ja, wenn... Clara, danke. Auch hierher kommt. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll es mir recht sein. Okay. Wäre ja geil, wenn Clara auch hierher kommen würde jetzt, um das hier zu machen. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich da. Soll ich die Brücke jetzt öffnen lassen oder soll ich die wieder rumdrehen? Das ist die Frage. Ich mach die mal wieder so rum, oder? Ja. Die wird es ja schon alleine schaffen, wieder zu hacken. Okay. Heißt, ich muss hier an so vielen verschiedenen Stellen etwas machen. Dann laufen wir erstmal dahinter. Alter, ist aber geil, dass das hier wirklich so ein Gelände ist, wo nichts ist, einfach mal, wo wirklich hier das früher geplant wurde, die ganze City ist scheiße. Und wo wir jetzt, ja, im Untergrund anscheinend tierisch was los ist. Oder zumindest, ja, oder hat auch vielleicht in den Gebäuden, das wissen wir noch nicht genau. Muss auf jeden Fall erstmal hier irgendwie draufkommen wieder. Okay, läuft bei uns. Wir müssen wieder da hoch. Oh, ich hasse das, wenn ich irgendwo in den Gebäuden hoch muss, bis ich wieder den Eingang finde, dauert jedes Mal 5 Stunden und das ist voll scheiße. Aber es liegt an meinem Skill. Deswegen ist da so eine Kamera drauf gesprayt, ey. Ah, guck, ganz da oben sind die Dinger. Das wurde anscheinend hier im kleinen Mal gemacht. Oh, abgefangenes Audiolog. Okay. Aber wie kommen wir jetzt hier hoch? Das ist die Frage. Hier ist ja nochmal ein abgetrenntes Gebiet. Kommen wir da irgendwie hinten rum rein oder so? Aber Kameras haben wir hier auch noch keine, oder? Auf die ich jetzt gerade Zugriff hätte. Jedenfalls finde ich gerade keine. Kommen wir hier irgendwie hinter... Ne, hier ist ein Zaun, der ist wirklich verdeckt hier alles. Ah, okay, hier kommt man auf jeden Fall hoch. Die Sache ist nur, wie kommen wir hier überhaupt erstmal über den scheiß Zaun? Das ist jetzt die Frage, die uns... Ne, kommen wir hier hoch? Ne, kommen wir nicht. Schade, wäre zu einfach gewesen.
Aber können wir... Machen wir mal den Lift runter gerade. Der muss, glaube ich, eh runter. Aber über den Zaun werden wir nicht so kommen. Da müssen wir uns irgendwie eine andere Richtung für aussuchen, wie wir auf den Zaun kommen können überhaupt erst. Okay. Kameras haben wir aber auch gerade keine, ne? Ja, ist ja scheiße. Wir müssen bestimmt über das Gebäude da hinten drüber. Das sind wirklich drei Sachen, die wir machen müssen. Das wird anspruchsvoll. Okay, hier hinten rum. Vielleicht hoch. Jetzt hier irgendwo eine Leiter vielleicht. Da wäre ganz hilfreich oder so. Kommen wir hier rein? Kommen wir auch nicht rein. Ach, hier. Sehr gut. Jetzt habe ich's. Ja, komm. Hallo. Bitte runter. Danke. Aber schön finde ich das auch, wenn angeblich kein Strom ist, die Brücke immer noch funktioniert und das, die Lifte hier immer noch funktionieren. Das ist, passt wirklich sehr gut da rein. Also in die Erzählung so. So. Komm, Leiter hoch. Yeah, wir sind da. Einzige Problem, was wir noch haben, hier ist noch zu, oder? Yo, das heißt, anscheinend haben die hier wirklich schon mal alles aufgebaut, wie es später sein soll. Oh, da fahren Boote unten. Mhm, mhm. Da ist eine Kamera, das ist gut. Kamera ist immer gut. Alter, kommen wir hier wirklich nicht um die scheiß Ecke? Ah, da ist noch eine Kamera. Sehr gut, ich hab gerade gedacht, wir kommen da wirklich nicht hin, aber doch kommen wir. Sicherheitstor ist entriegelt. Das heißt, wir haben wirklich noch jede Menge Scheiß zu tun auch hier. Hier kommen wir so hoch, okay. Ah, das dauert hier wirklich, das sind ja Rätsel, die sind schlimmer als wie beim CTOS-Turm. Wo müssen wir nochmal hier rüber? Hm. Ja, wir mussten hier hoch, aber wir wollen da rüber, ne? Wir wollen hier rüber, ja. Hier, also müssen wir hier durch irgendwie. Oder wir müssen da irgendwie runter, einfach nur erstmal, um hier in das Gelände zu kommen. Aber wie kommen wir da runter, ohne dass wir uns hier wirklich alles brechen? Das ist halt jetzt die Sache auch gerade. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ich muss erstmal ein bisschen Abstand. Also, wenn ich jetzt zu nah dran bin, sterbe ich selbst nämlich. So. Wow, Alter. Nichts für Leute mit Höhenangst. Ich habe auch keine Höhenangst, aber trotzdem. Lift, ja komm. Gib mir den Lift nochmal rein, bitte. Ja, sehr gut. Der musste doch oben sein. Habe ich so von unten... Obwohl, naja, muss er nicht unbedingt. Hier ist halt mein Ziel. Und hier hängen wir uns rein. Das ist nichts zum Reinhängen, es ist einfach nur Generatoren. Und hier kommen wir wieder. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Okay. Sie sucht weiter und wir werden uns jetzt erstmal um die weiteren Generatoren, die hier kümmern. Jo, komm jetzt. Ah, hier ist wieder so ein scheiß Zaun drumherum oder was, wo wir nicht gut durchkommen. Ach doch, hier kommen wir ganz easy drüber, hoffe ich jedenfalls, dass es so einfach geht. Ach, geht nicht. Ist ja schwul. Also müssen wir doch hier irgendwie hinterlaufen. Oh, also war das die einfachste Art, obwohl hier können wir gleich links. Aber die Insel ist wirklich total verlassen, dass da niemand nachfragt, was hier los ist und so. Schon krass. Aber so übertrieben groß, ohne Scheiß. So, sind wir auf jeden Fall gleich da. Nur noch gucken, wie wir hier wieder hochkommen. Ja, so kommen wir schon mal hoch. Sache ist, brauchen wir dafür wieder ein Auto oder nicht? Hier steht zumindest keins rum. Also denke ich mal keins, oder hoffe ich mal. Wenn wir überhaupt hier... Doch, irgendwie müssen wir wahrscheinlich da rüber hoch. Oder? Das werden wir jetzt gleich sehen. Hallo, bitte hoch. Jetzt.
Aber finde ich geil. Ist ja angeblich kein Strom da, aber das funktioniert alles. So. Wir müssen aber dahinter. Okay, aber wenn wir hier so hochgehen, Moment. Auf den Container. Hier ist noch ein Container, sehr gut. Hier ist ein Container. Hier ist ein Container. Und schon sind wir da. Geil. So, Sache ist jetzt nur, wir müssen irgendwie hier wieder rein. Hier brauchen wir irgendwo eine Kamera am besten. Kamera? Hallo? Hier sind doch immer irgendwo Kameras. Ach, da, Kamera. Sehr gut. Ach, da ist es schon so easy. Hier war der Eingangstür, ne? Jo, hier war die Eingangstür. Und wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Nee. Ach, nee, hier ist es. Ach, da hinten ist das andere Ding. Die Tür ging direkt mit auf, okay. Ja. Warum sollten wir auch die Treppe nehmen? Das wäre auch viel zu obvious. Come on. Müssen wir hier runter? Jo, müssen wir. Können wir aber auch so machen, oder? Ja. Brauchen wir keinen scheiß Lift für. Hofft es hier schon auf? Wenn nicht, haben wir gelitten. Doch, das ist schon auf. Sehr gut. Und dann haben wir diesen Teil auch geschafft. Sehr gut. Dann haben wir nämlich alle drei Generatoren gleich fertig. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Ja, und dann müssen wir nochmal das letzte Ding aktivieren. Und danach dürfte es von der Folge gewesen sein auch schon wieder. Denn wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Ich will es ja nicht zu sehr übertreiben. Finde, das ist sowieso so ein Thema für sich, finde ich. Früher war so generell YouTube-Länge, ja komm, lass mal 15 Minuten machen. Weißt du, das war so der Richtwert. Heutzutage Richtung 20, 25, 30 Minuten. Ja, wie gesagt, bei uns ja immer so Minecraft. Ich hacke das Tor. Bei uns ist ja im Moment generell so Minecraft 15 Minuten Richtwert und der Rest 20 Minuten. Beziehungsweise FIFA ist halt immer ein Spiel und es geht immer ungefähr irgendwas dazwischen. Da ist die Kamera. Er will das Tor hacken. Die Sache ist nur, das Tor kann ich hier Gott gar nicht hacken. Ach doch, kann ich. Sorry. Da hinten ist noch ein Träger, der interessiert mich aber nicht. Ich will da hinten eine Kamera gerne haben. Ich brauche da hinten eine Kamera, liebe Leute. Oder hier irgendwo oben. Ah, da war doch irgendwas, oder? Ne, es ist nur der Träger. Hallo? Die Kamera da irgendwo. Hier ist so eine Kamera. Also hier ist doch ein... Irgendwas habe ich da hinten gerade durchgucken sehen. Was ist da? Ah, ich muss wahrscheinlich erstmal den Träger runterfahren lassen, dass ich da... Oh, Alex, ey. Ohne Scheiß. Jetzt weiß ich, warum ich bei diesem Spiel nicht mehr als 3 Folgen am Stück aufnehme, weil ich sonst wahrscheinlich die... offensichtlichsten Sachen nicht mehr sehen würde, was nicht so cool wäre. So. Wie komme ich jetzt da unten rein? Das ist nur eine Kamera. Und dafür müssen wir jetzt, dass wir da wieder freien Zugang haben, müssen wir den Träger wieder hochfahren. Alter, das ist schon ein geiles Rätselspielchen. Aber dafür muss man wirklich im Kopf fresh sein, ey. Deswegen nehme ich auch wirklich hier immer nur so ein paar Folgen auf, weil du kannst nicht über 2-3 Stunden hinweg jedes Rätsel so geil finden. Das ist einfach nicht möglich. Ja. So. Wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Da ist wieder ein Träger. Hier kommen wir irgendwie hoch. Kommen wir hier irgendwie hoch? Okay, da oben ist das Gebäude. Das sieht so aus, als sollten wir da oben auf den Container. Das sieht derbe danach aus, wir sollten auf den Container. Ach ja, das ist ein Kran. Okay, komm. Einmal hier drauf. Und dann X. Der wird uns hier schön rüberbringen, das finde ich gut. Zack, und jetzt hier hinein. Das finde ich auch, diese Spielchen, die finde ich wirklich immer geil hier, was man hier alles so machen kann. Und, ja. So, jetzt sind wir nämlich auch da.
Chef. So, und da ruft Clara wieder an. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge und haut rein, bis dann. Ciao.